Hallo, ich bin Ela und ihr seht Street Clip TV. Rock on! Ja, wir sind hier völlig unrock'n'roll-mäßig in einem Hotel in Karlsruhe und ich habe hier eine nette, hübsche Dame neben mir. Ela. Richtig geschrieben. Du bist gerade auf, ich sage jetzt mal, Einzelshow-Tour mit Over the Rainbow. Genau. Heute ist, glaube ich, der erste Tag. Ja, heute in Karlsruhe in der Festhalle Durlach und am Sonntag in Bremen im Aladdin. Okay. Du hast mir vorhin gesagt, du kommst ursprünglich sogar aus dem Eck hier, ist das richtig? Ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen, ja. Jetzt hat es dich nach Hamburg verschlagen, wie kam es dazu eigentlich? Genau, jetzt lebe ich in Hamburg wegen der Musik, meine Musiker kommen aus Hamburg, mein Management ist aus Hamburg und das Hin- und Herpendeln war mir immer ein bisschen anstrengend zum Proben und Songs schreiben und so weiter und deswegen lebe ich jetzt in Hamburg. Okay, ja genau, Songs schreiben, jetzt reden wir mal ein bisschen über die Musik. Angenommen, jemand kennt dein Projekt, deine Band noch nicht, wie würdest du es denn beschreiben? Ja, heftige Rock'n'Roll-Musik. Geht schon zum Teil ins Hardrock, Heavy Metal und knallt ordentlich. Okay. Von dem Cover her habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass da noch so ein kleines bisschen Gothic mitspielt zumindest. Ist das beabsichtigt oder ist das nur Fotografie? Gothic spielt bei mir eine große Rolle. Es sind Gothic-Elemente in meinem Album, darf ich immer sagen, Make My Day, gerade im Handel. Ja. Sind bei jedem Song mit bei. Mein erstes Album Passion war ja auch sehr Gothic-lastig und möchte auf die Gothic-Elemente nicht verzichten. Ich finde es sehr schön. Ja. Was sind denn deine ursprünglichen Einflüsse, als du angefangen hast, Musik zu machen? Also jetzt nicht nur gesanglich vielleicht irgendwelche Vorbilder, sondern auch generell stilistisch gesehen. Ja, also ich mochte schon immer gern Janis Joplin, Led Zeppelin, Iron Maiden, alles Mögliche. Also 70er, 80er Jahre Metal, alles bunt gemischt. Ja, genau. Okay. Was hast du gemacht, bevor du das Projekt Ela gemacht hast? Ist da irgendwas dabei, wo man sagt, aha, daher kennen wir die vielleicht? Ja, ich hatte vorher meine erste eigene Band, die hieß Common Rail. War mal lang on Tour. Und das war aber nicht, also jetzt bin ich Solokünstlerin und vorher war das eben eine Band, eine komplette. Die habe ich gegründet und wir waren lang on Tour und hatten auch ein Album und 4 Singles veröffentlicht und sind da auch durch ganz Deutschland gereist mit. Hat aber nicht so funktioniert oder warum? Doch, funktioniert hat es gut und haben wir ordentlich Platten verkauft und alles. Und wie gesagt, also so 2-3 Shows die Woche waren schon drin. Aber ich wollte dann einfach was Eigenes machen und mein Ding durchziehen und wollte einfach meinen Weg gehen. Und deswegen jetzt Ela. Das heißt, du bist der Chef. Ich bin der Chef, ja. I'm the Boss. Ja. Haben deine Musiker, wenn du schreibst neue Songs, sagst du, also du schreibst die Songs für die Band, haben deine Mitmusiker ein Mitspracherecht oder setzen die das um, was du dir vorstellst? Ich setze das um, was ich mir vorstelle. Wenn einer eine gute Idee hat, klar, bin ich für offen und nehme mir die auch an, wenn mir das zusagt und gefällt. Aber ansonsten, also bin dann ich schon der Songschreiber. Okay. Ich habe auch Songs auf meinem Album, die nicht von mir sind, aber sind eben auch eigene mit drauf. Okay. Ich bin offen für alles. Wenn es mir gefällt und es ist gut, dann mache ich das auch. Diese Songs, sind die von bekannten Songwritern, die, also die dir persönlich bekannt sind oder aufgekauft sogar am Ende? Nee, die habe ich mit meinem Produzenten damals, der hat viele von den Songs geschrieben, Martin Engler, und ein sehr guter Songschreiber, wie ich finde. Er schreibt auch für Bekannte und von daher, das hat immer alles gut gepasst. Okay. Auf einem, ich glaube, das war es ein Album oder war, ich glaube, es war eher eine Maxi-Single, wenn mich nicht alles täuscht, war auch Jürgen Blackmore dabei. Genau, das war die Out of Time. Richtig. EP. Wie kamst du der Zusammenarbeit? Da war ich in einem Radiosender in Hamburg und die Redakteurin spielte mir vom Album Between Darkness and Light von Jürgen einen Song vor und ich fand dieses Gitarrenspiel einfach so genial. Und in dem Moment kriege ich auch eine SMS, dass mein Song Out of Time, den gab es ja schon auf dem Album ohne Jürgen, zum Sommerhit 2009 gewählt, 2008 gewählt wurde an der Ostsee. Und dann kam mir die Idee, cool, jetzt den Song, der Sommerhit war, mit den Gitarren von Jürgen. Und habe ihm dann eine E-Mail geschickt, Song angehängt und ihn angefragt, ob er das machen würde. Und kam prompt zurück, ja klar, Rock'n'Roll. Mache ich, cool. Und dann waren wir zusammen im Studio. Und jetzt seid ihr zumindest erstmal 2 Tage zusammen unterwegs. Wenn du auf die 70er-Jahre-Bands stehst und den frühen 80er-Heavy-Metal auch, dann ist es ja für dich auch schön, Rainbow mal live zu sehen, oder? Oder beziehungsweise Over the Rainbow. Klar, ich werde mir das heute schön zu Gemüte führen und freue mich auf
Jolien Turner vor allem, weil singt natürlich auch Granate und ist ein Muss, darf man sich nicht hingehen lassen. Ist einfach genial. Wie sieht's aus mit dem neuen Album? Ich weiß nicht, das Aktuelle ist ja jetzt ein paar Tage zumindest schon alt. Ja, ist jetzt im Mai rausgekommen. Und jetzt sind wir erstmal mit diesem Album beschäftigt. Wir haben den Sommer ja auch einige Festivals gespielt. Und es werden diesen Winter auch noch ein paar Shows dazukommen. Und wir gehen jetzt schon die Festivals für 2010 an. Das Booking läuft. Und würden gerne auch 2010 eine schöne Tour machen. Aber nebenbei werden natürlich immer wieder Songs geschrieben und so. Das wollte ich gerade sagen. Man arbeitet immer weiter. Also ihr geht nicht, du gehst nicht so ran, dass du jetzt sagst, ich setz mich jetzt einen Monat hin, schreib Songs, sondern das ist ein konstanter Prozess bei dir. Das läuft immer nebenher. Immer wenn eine Idee da ist, dann wird ein Song geschrieben. Wie hältst du das fest? Laptop oder? Auf Papier, ganz klassisch auf Papier und Stift und auf dem Diktiergerät und so. Wie halt die Idee kommt und dann, man feilt dann noch weiter dran rum und so. Spielst du selbst auch ein Instrument? Ein bisschen Gitarre. Und das lang zum Komponieren? Zum Komponieren reicht. Ich würde mich damit nicht auf die Bühne stellen, um Gottes Willen, aber zum Komponieren ist es ausreichend. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir begleiten euch heute noch den ganzen Tag. Wir sind ja gar nicht in Karlsruhe später. Wir sind hier.